Heute mache ich mit meinem Thermomix Pilzragout mit Spätzle. Als erstes kommen 20 Gramm Öl in den Mixtopf. Zwiebeln, das sind nicht ganz 100 Gramm. 200 Gramm Champignons. Ich war gestern im Wald und habe Pilze gesammelt. Also nehme ich Maronen statt Champignons. Ich habe den Mixtopf verschlossen und Zwiebeln und Pilze werden angebraten. Jetzt können wir nochmal 400 Gramm Champignons. Wie gesagt, ich war in den Pilzen. Ich nehme mal Rauen. Ich habe noch einige Pilze da. Und noch 400 Gramm in den Mixtopf. Einige mehr, auf die paar Gramm kommt es nicht an. Ein. 100 Milliliter Weißwein. Milliliter Wasser. Und 200 Gramm Creme Fraiche. Zehn Gramm Mehl. Jetzt 2 Teelöffel Gewürzpaste für Gemüsebrühe. Jetzt kommt der Aromabehälter mit den Spätzle auf den Mixtopf. Jetzt muss alles 16 Minuten garen. Nebenbei habe ich noch einige Pilze geschmort und diese werde ich dann einfrieren. Weil die geschmorten Pilze noch ziemlich zusammenschrumpeln und nehmen weniger Platz im Gefrierschrank weg. Jetzt werde ich die Spätzle und das Pilzragout vermischen. Aus dem Spätzle in den Topf.
umrühren. Also riechen tut schon mal sehr gut. Noch etwas Petersilie dazu. So, jetzt werde ich es nur mal schmecken lassen. Pilzragout mit Spätzle. Mir hat es sehr gut geschmeckt. Viel mehr gibt es nicht zu sagen. Also dann, tschüss, bis zum nächsten Video.